Kapitel 2. Ein eisiger grauer Nebel trieb über den Strand und waberte über den grünlichen Wellen des ungenießbaren Wassers und dem kohleschwarzen Sand. Die gelegentlichen Windböen erzeugten Klagegeräusche, wenn sie durchs Treibholz und die Überreste einer alten Fischhütte pfiffen, die aus den Dünen herausragte. Ein Tropfen kobaltblauer Flüssigkeit bildete sich mitten im Nebel, etwa auf halbem Weg zwischen dem Rand der Bucht und den Dünen. Der Fleck wuchs zu einer Linie und zog sich dann wieder zu einer murmelgroßen Kugel zusammen. Das Ding wurde flach, dehnte sich aus und blies sich dann zu einer größeren Kugel auf. Es wiederholte diesen Vorgang mehrfach und trieb jedes Mal den dichten Nebel weiter zurück. Der leuchtend blaue Ball begann, sich zu drehen und zu knistern. Seine Masse wurde zurück in seine eigene Mitte gezogen. Der Strudel wurde immer schneller, aber die Kugel nicht kleiner. Stattdessen weitete sie sich, entwickelte eine Öffnung sowie einen Schwanz und formte sich zu einem glitzernden, fast waagerecht schwebenden Wirbelsturm. Reines weißes Licht leuchtete aus dem Trichter heraus. Als es verblasste, war Tefri plötzlich da, majestätisch einen Meter über dem Boden schwebend. Der Weltenwanderer suchte schnell die Umgebung ab, wobei sein Blick immer finsterer wurde. Die Landung auf dem Strand erwies sich als härter als geplant. Seine feinen, zalfirinischen Sandalen verschwanden im nassen Sand. Dies würde so nicht funktionieren. Tefri schüttelte den Missmut ab, der sich auf seinem Gesicht breit gemacht hatte, und drehte sich wieder zum offenen Mund seines Nexus-Trichters zurück. Er wollte Jorah keinen weiteren Grund zur Befürchtung geben, was dieses Unternehmen betraf. Es war sicher, dass sie seine prunkvolle Ankunft hier bemerkt hatte und sie kommentieren würde. Sie würde ihren Senf dazu geben, dass er bislang noch nie eine einfache Weltenwanderung so mit Licht und Effekten untermalt hatte. Es könnte sogar sein, dass sie ihm den Versuch unterstellen würde, sie und die Krieger in ihrer Gruppe blenden zu wollen, abzulenken und zu beeindrucken. Tefri strich seine Gewänder glatt und befreite seine Füße aus dem Sand. Er rammte seinen Zeremonienstab in den Boden und griff nach dem Strudel. Er hätte dies nicht tun müssen, aber er tat es trotzdem, weil ein einfaches Konzentrieren und die anderen per Gedankenkraft herauszuholen ihn nicht ausreichend von der Grässlichkeit seiner Umgebung ablenken würde. Vor Jorah etwas anzugeben, bereitete ihm dagegen Spaß, es lenkte ihn ab und diente zudem als offensichtliche Begründung dafür, warum er aus ihrer Ankunft so ein Spektakel machte. Er hoffte, dass es zumindest Jorah davon abhalten würde, sich auf die wahren Gründe zu stürzen, die diese Weltenwanderung so viel schwieriger gestalteten, als es sein sollte. Tefri gestikulierte dramatisch und ließ den Wirbel sich schneller drehen. Die Funken, die den äußeren Rand des Strudels umkreisten, knisterten und sprühten. Je schneller sie wurden, desto stärker leuchteten sie. Immer mehr Lichter glühten auf, immer wilder auf. Tefri ballte seine Faust und blassblauer Rauch umhüllte die Ränder des Windtrichters. Plötzlich flackerten alle Funken auf einmal auf, der Rauch zischte laut, es gab wieder einen blendend weißen Blitz und Jorah tauchte im Wirbel auf. Sie trat heraus auf den Sand und warf einen Blick zu Tefri, der sich verbeugte und mit einer schwungvollen Armbewegung sowie gesenktem Kopf ihr den Strand präsentierte. Während er sich bückte, überflog Tefri aus dem Augenwinkel noch einmal die nähere Umgebung. Er war äußerst enttäuscht. Er hatte sich viel mehr von dem Erlebnis versprochen, zum ersten Mal seit über einem Jahrhundert wieder die Welt seiner Geburt zu betreten. Wo war der Adrenalinstoß der sich erneuernden Vertrautheit, das warme, begrüßende Gefühl des endlich wieder nach Hause kommens? Er hatte keine Jubelparaden und Massen von Gratulanten erwartet, die seinen Weg mit Blütenblättern bestreuten, aber er hatte zumindest gehofft, ein wenig Nostalgie oder eine Prise Bedauern darüber zu spüren, dass er so lange diesem endlos faszinierenden Ort ferngeblieben war. Jorah blickte den Strand entlang. Sie betrachtete den düsteren grauen Himmel und das trostlose grüne Meer. Sie drehte sich langsam einmal um ihre Achse, ohne den Blick vom Himmel abzuwenden. Ihre Füße produzierten kleine Sandhäufchen. Sie schien etwas zu zählen oder zu berechnen, denn ihre Lippen bewegten sich leicht und leise, bis sie mit Blick auf den gebirgigen Horizont im Norden stehen blieb. Dann drehte sie sich mit verdrießlichem Gesicht zu Tefri um. »Das ist nicht kalt«, bemerkte sie. »Natürlich ist es das«, widersprach er, »aber stimmte es wirklich? Hatte Jorah recht? War die Weltenwanderung sogar noch schwieriger, als er vermutet hatte, bis zu dem Punkt, dass er ihr Ziel verfehlt hatte?« Tefri durchlief einen beunruhigenden Moment des Zweifels. Er hatte nicht erwartet, dass sie gerade dies sagen würde. Er war zwar ein Experte im Bereich der Kommunikation von Gehirn zu Gehirn und hatte auch eine Art der Telepathie perfektioniert, aber schon vor langer Zeit aufgegeben, Jorahs Gedanken lesen zu wollen. Einerseits wirkte es unhöflich, andererseits waren ihre Gedanken so straff organisiert, dass er nie Zugriff auf Sachen gehabt hatte, die sie ihm nicht sowieso erzählt hätte. »Es kann nicht kalt sein«, Jorahs Augen wanderten wieder nach oben, »schau doch selber.«
Teferi folgte sorgfältig ihrem Blick über den Himmel. Er schwenkte vom Süden, wo sich das Meer bis zum Horizont erstreckte, bis zu den Gebirgen im Norden. Dann wiederholte er den Vorgang rückwärts, bis er von den Bergen wieder am Meer angekommen war. Seine Lippen bewegten sich dabei unaufhörlich. Ohne seinen Blick abzuwenden, forschte er bei Jorah nach. Wonach suche ich nochmal? Jorah zögerte. Teferi vermutete, dass sie sich erst einmal ihre Erbitterung herunterschlucken wollte. Das Wetter stimmt nicht, konstatierte sie endlich mit ruhiger, aber strenger Stimme. Die Landschaft ist falsch, die Luft, das Meer, die Berge, alles passt nicht. Wenn wir die Sterne sehen könnten, würde ich es dir beweisen, denn ich wette, dass sie hier auch falsch stehen. Ich kann die Berge sehen, meinte Teferi. Er hatte sich nicht vom Fleck bewegt oder seine Haltung geändert, aber seine Augen verdunkelten sich in ein tiefes Blauschwarz und glitzerten wie Metall. Dies ist definitiv kalt. Teferi drehte sich zu Jorah um. Er zwinkerte und seine Augen nahmen wieder ihr normales, freundliches Braun an. Dies ist der Ort, an den ich uns bringen wollte, wo wir hin müssen. Jorah schüttelte ihren Kopf. Sie war nicht überzeugt. Ich habe vollstes Vertrauen in seine Fähigkeiten, aber Kalt ist eine der stärksten Quellen von rotem Mana auf der Welt. Die hiesige Kultur ist auf Feuermagie aufgebaut. Hier jedoch existiert kein Feuer. Schau, ich kann kaum eine anständige Flamme erzeugen. Sie konzentrierte sich und blickte starr auf ihre nach oben gerichtete Hand. Sekunden vergingen, bis ein winziges rotes Etwas entstand und leicht flackerte, während es über ihre Handfläche kroch. Der schwache rote Funke erlosch schnell wieder. Als er verschwunden war, schüttelte Jorah ihre Hand energisch aus und dehnte ihre Finger. Falls das hier tatsächlich kalt ist, dann ist etwas schrecklich schief gegangen. Das hier ist kalt, beharrte Teferi. Und tatsächlich ist etwas schrecklich schief gegangen, aber nicht nur hier. Er maß ihren besorgten Blick einen Moment lang, bevor er auf den Wirbel zeigte. Soll ich den Rest der Gruppe holen? Ja, bitte. Sie warf einen Blick auf die Ruinen der halb eingestürzten Fischerhütte. Ich würde vorschlagen, dass wir sie mit einer alternativen Mana-Quelle versorgen. Falls sie sich hier auf die natürliche Mana-Versorgung verlassen, wird keiner ihrer Zauber funktionieren. Aber andererseits, Jorah suchte den fast leeren Strand mit ihren Augen ab, es scheint ihr auch nicht ganz so viele blutrünstige Barbaren zu geben, wie ich erwartet hatte. Sie drehte sich wieder zu Teferi hinüber, oder sonst jemanden, ganz allgemein betrachtet. Teferi antwortete nicht, sondern beschäftigte sich mit komplizierten Gesten. Da er den Rest der Gruppe mit nur einem kurzen Gedanken herbringen konnte, ließen ihm die ausfallenden Handbewegungen zusätzliche Zeit, um sich die Welt ringsherum anzuschauen. Es tat ihm sofort leid, es war viel schlimmer, als er befürchtet hatte. Kelts breite, kauernde Berge waren zerbrochen und abgetragen, verwitterte Abbilder ihrer einstigen Zustände. Teferi hatte stolze, spitze Gipfel erwartet, doch fast jeder Berg besaß keine Spitze mehr, stattdessen eine mit zerbrochenem Fels gefüllte Mulde. Es sah so aus, als ob Kelts Bergspitzen explodiert und in sich zusammengefallen wären. Es erinnerte Teferi an eine Serie von Vulkanausbrüchen im großen Maßstab, aber in der gesamten Geschichte von Kelt hatte es nie Berichte von vulkanischen Aktivitäten gegeben. Zudem waren absolut keine Hitze und keine seismischen Kräfte vorhanden. Auch in keiner der Kraterkessel-ähnlichen Strukturen. Falls Lavafluss diese Spitzen zerschmettert hatte, dann war dies vor Äonen geschehen und die Auswirkungen schon längst zu Stein ausgekühlt. Aber wenn das tatsächlich passiert wäre, warum gab es dann keine Aufzeichnungen von solch einem Ereignis? Teferi ging diese neuen Indizien im Kopf immer wieder durch, während er die shivanischen Krieger herholte. Der Zustand dieser Berge bedeutete schlechte Nachrichten für ganz Dominaria. Jorah hatte recht damit, dass Kelt eine der mächtigsten Quellen für Gebirgsmagie war. Und jetzt existierte kaum Mana hier, eigentlich fast gar keine magische Energie. Mehr Funken, Stoben, Blitzen und Tanken tanzten um den Strudel herum. Jorah trat einen Schritt zurück und schützte ihr Gesicht vor der Helligkeit. Erneut strömte gleißend weißes Licht aus dem Inneren des Wirbelsturms und verblasste wieder, um vier zweibeinige Gestalten freizugeben. Alle waren Eingeborene von Schiff, die vor langer Zeit zusammen mit ihrem Heimatland entfernt und bewahrt worden waren. Teferi hatte nicht übertrieben gehabt. Selbst für einen Weltenwanderer war es schwer, diese Krieger aus ihrem destabilisierten Status zu holen und sie hierher zu bringen. Zum Glück wusste Jorah genau, welche ihrer Kameraden aus Schiff geeignet und interessiert waren, sie auf diesem bescheidenen kleinen Ausflug zu begleiten. Aus der kleinen Gruppe von Kandidaten waren schließlich vier gewesen, ihrer Bitte zu folgen. Vier sind genug, hatte Jorah entschieden, wenn ich die richtigen vier bekomme. Diese Gruppe erfüllte ihre Ansprüche voll und ganz. Zwei waren wie Jorah selbst Mitglieder der Kittu-Stämme, ein weiblicher und ein männlicher Krieger,
Beide wirkten eher klein und schmal gebaut, dafür aber in die hellroten Gewänder der Getu-Elitekrieger gekleidet. Sie trugen eine ganze Reihe verschiedenster handgearbeiteter Waffen bei sich. Die beiden anderen waren wie Yashino, zähe Eidechsenwesen, die in den Teilen von Schiff lebten, die für Menschen unzugänglich waren, wo die Hitze und die ätzende Luftrasen mit dünnerer Haut in nur wenigen Sekunden rösteten und zerschmolzen. Diese wie Yashino ragten hoch über die Getu hinaus. Sie waren nicht nur größer, sondern auch deutlich breiter als ihre menschlichen Gegenstücke. Beide trugen Keulen und glänzende Silberklingen, die von Getu-Schmieden angefertigt worden waren. Teferi bemerkte, wie wohl sich Jorah in der Gegenwart ihrer Krieger fühlte. Ihre Stammesgenossen waren in Kampf- und Feuermagie überaus versiert und auch im Nahkampf gut zu gebrauchen. Die Viashino dagegen reagierten trotz ihrer Größe und ihres massiven Körpers unglaublich schnell und unheimlich gewitzt, obwohl sie wie wilde Bestien wirkten. Die Echsenkrieger waren für ihre Überfalltaktik und die Wildheit ihrer Angriffe berüchtigt. Es würde schon einer ganzen Armee bedürfen, um an diesen Verteidigern vorbeizukommen, und wenn tatsächlich eine Armee hier auftauchen würde, dann... Nun, Teferi konnte sich um das Problem immer noch dann kümmern, falls es entstehen würde. Willkommen in Kelt, begrüßte Teferi sie, aber sein Tonfall war ernst. Irgendetwas übt hier negative Auswirkungen auf das Mana aus, es reicht noch nicht einmal annähernd für eure Bedürfnisse aus. Er schwenkte seinen Stab waagerecht. Hier, diese Mana-Sterne sollten genügen, um das voll und ganz auszugleichen. Einfache Silberketten erschienen plötzlich um den Hals jedes Shivanas. Jorah und die anderen trugen plötzlich Halsketten mit fünf zackigen, pulsierenden Sternen und aus Edelsteinen, die ihnen bis weit unter die Schlüsselbeine ragten. Die vielfältig geschliffenen Steine schimmerten mit einem matten Glanz. Seid bereit, in 90 Sekunden geht es los. Teferi verließ sich darauf, dass die Shivana eine perfekte militärische Disziplin hatten. Sie waren erfahrene Veteranen und mitgekommen, um schmutzige, vielleicht auch blutige Arbeit zu verrichten. Er musste ihnen nicht schmeicheln oder sie beruhigen, also konnte er sich auch darauf verzichten, alles schön zu reden, wie er es beispielsweise gegenüber einem anderen Forscher oder einem Staatsbesucher getan hätte. Die Gedanken in ihren Köpfen blieben nicht so sehr geschützt und daher zugänglich ist Jorath. Aber sie waren noch weniger verständlich. Teferis Art von Telepathie funktionierte am besten, wenn sowohl der Gedankenleser als auch der Gelesene zusammenarbeiteten. Wenn nicht, fiel die Erfahrung für das Opfer schmerzhaft und für den Telepathen anstrengend aus. Er bemerkte bei den Kriegern leichte Anzeichen von Besorgnis, Überheblichkeit und Vorfreude, aber er hätte dies auch einfach aus ihren Gesichtsausdrücken und ihrer Körpersprache ableiten können. Teferi mochte und verabscheute die Denkweise von Kriegern aus exakt demselben Grund. Sie waren verlässlich, vorhersagbar und nicht auf fantasievolles Denken ausgelegt. Kalt, stellte der eine Viashino fest. Er war kleiner und geschmeidiger als sein Partner, aber seine Schuppen schimmerten in einem dunklen Grünton. Die scharfen Zacken auf seiner diamantförmigen Schuppen glitzerten im Nebel. Er schnüffelte in die Luft. Eissturm kommt oder Schnee beginnt nach Sonnenuntergang. Die Sprache der Viashino war nicht viel mehr als ein endloser Strom aus Fauchen und Klicken, aber glücklicherweise hatten alle Viashino, die Jorah kannte, die Sprache der Menschen erlernt. Teferi war insgeheim mal wieder angenehm überrascht, dass die Stimme dieser Viashino nicht so kehlig oder zischend wie die anderer Reptilienwesen war. Er hielt sich eigentlich für eine tolerante Person, aber es wurde mitunter etwas ermüdend, wenn ein einfaches Ja zu einer Angelegenheit von 5 Sekunden votierte. Natürlich ist dir kalt, stimmte der Weltenwanderer zu. Du bist an die Wüsten von Schiff gewöhnt. Versuche dich zu entspannen und denke daran, das Mana aus dem Edelstein zu holen, nicht aus dem Land. Der Schwanz des Viashino schlug hin und her. Er war länger als der Krieger groß war, gelenkig stark und mit gezackten Schuppen besetzt, die an Reißzähne erinnerten. Er lief in einem platten, halbmondförmigen Ende aus, dessen Kanten ebenfalls scharf wie Rasiermesser waren. Dieser Halbmond schwang hinter dem Kopf des Viashino hin und her, als dieser seine runde Schnauze zu Teferi drehte. Nicht mir ist kalt, erklärte der Viashino mit scharfer Stimme. Dieser Ort ist kalt, das Wetter, es ist zu kalt hier. Wir sind in Kelt, antwortete Teferi geduldig. Hier ist es immer kalt. Ich weiß, wo wir sind, spöttelte der Viashino. Ich bin früher bereits in Kelt gewesen und es sollte normalerweise nicht so kalt hier sein. Er richtete sich zu voller Höhe auf und blickte auf Teferi hinab. Seine spitze Zungenspitze flitzte zwischen seinen noch spitzeren Zähnen hin und her. Noch eines, Freund Zauberer, hör auf mit mir zu reden, als wäre ich ein dummes Kind. Skiva hat recht, mischte sich Jorah ein. Dies ist das Ende des Sommers in Kelt. Es sollte nicht ganz so schrecklich sein. Sie warf erneut einen Blick gen Norden, und die Berge sehen auch nicht richtig aus.
Entschuldige bitte, sagte Teferit zu dem Viashino, den Jorah Skeeve genannt hatte. Er wollte nicht, dass Jorah sich noch näher mit den Bergen beschäftigte und zu der gleichen beunruhigenden Folgerung kam, die er gezogen hatte. Jedenfalls noch nicht sofort. Sie würde es früher oder später eh entdecken, da einige der Berge so unter Erosion gelitten hatten, dass Teferi befürchtete, sie würden einfach irgendwann Übergewicht bekommen und wie ein wackeliges Spielzeug umfallen. Er richtete seine ganze sichtbare Aufmerksamkeit auf Skeeve. Du hast recht, besorgt zu sein. Die Begebenheiten hier sind nicht ganz so, wie ich es erwartet hatte, aber das wird unseren Auftrag nicht beeinträchtigen. Wenn du willst, kann ich die Temperatur um uns herum etwas erhöhen oder wärmere Ausrüstung für dich besorgen. Seine braunen Augen blitzten vor blauer Energie. Teferi lächelte. Aber wir machen uns trotzdem in 60 Sekunden auf den Weg. Ich brauche keine Hilfe, Skeeve erwiderte den Blick nicht. Ich kann gleich mit der Arbeit anfangen. Ich fände es nur schön, wenn wir hier fertig würden, solange mein Blut noch flüssig ist. Chorus, der größere der beiden Viashino, stieß ein krächzendes Lachen aus. Nichts zu befürchten, Skeeve, gackerte er. Wir arbeiten mit zwei Kitu-Feuerstartern zusammen. Uns wird nie wieder kalt sein. Die weibliche Kitu lächelte. Sie war froh, die Herausforderung aufnehmen zu können. Mein Feuer wird dich mehr als nur wärmen, Molch. Aber, Dasen, schalt der männliche Kitu, sei doch zu unserem Kameraden nicht so gemein. Es ist verletzend, wenn du so ein nobles Reptil als Molch bezeichnest. Entschuldige bitte, Abren, bat Dasen und ahmte Teferis Wort, Tonfall und Kopfnicken nach. Wie soll ich sie denn sonst nennen? Skink, antwortete Abren. Er grinste hinterhältig. Vielleicht auch Grottenolm. Chorus verschränkte seine Finger und streckte seine langen, schuppigen Arme vor sich aus. Ich werde dich gleich Grottenolm, du kleiner Kitu, höhnte er mit einem Lächeln, dass man glitzernde weiße Reißzähne sehen konnte. Wo habt ihr denn diese tollen Namen für uns gelernt? Ich weiß, dass das Wort in eurer Gitu-Sprache für euch Zündhölzer übersetzt so viel wie wegwerfbar bedeutet. In eurer eigenen Sprache, wenn man sich das einmal vorstellen darf. Es muss sehr ermutigend sein, wenn man seinen Wert als Krieger gleich bereits an der Rangbezeichnung ablesen kann. Der Weltenwanderer betrachtete sie einen Augenblick lang und fragte sich, ob dies die Art von strenger militärischer Disziplin war, die den Chivanern ihren wilden Ruf verliehen hatte. Dann räusperte sich Jorah laut genug, so dass alle es hören konnten und unterbrach das Wortgefecht. Wenn ihr damit fertig seid, euch zu begrüßen, Brüder und Schwestern, würde ich mich gerne ein wenig von hier fortbewegen. Wir befinden uns hier doch zu sehr auf dem Präsentierteller. Der Klang ihrer Stimme ließ die Spannung zerplatzen wie eine Seifenblase. Das Temperament der Krieger kühlte sich ab und die Shibaner lachten fröhlich, als sie einen Schritt von Jorah und Teferi wegtraten, um sich auf den Abmarsch vorzubereiten. Jorah schob sich an Teferi heran. Ihre Stimme klang leise und ruhig. Kein Grund zu beunruhigen. Das war nur ein freundliches Wortgeplänkel zwischen Nachbarn. Sie lehnte sich zu ihm hinüber. Was glaubst du, was hier geschieht? Ich kann akzeptieren, dass das kalt sein soll, aber es fühlt sich nicht wie kalt an. Und auf jeden Fall sieht es nicht wie kalt aus. Stimmt, brummte Teferi. Jorah blickte hinaus in die Bucht. Ist dies nicht der wichtigste Hafen des ganzen Landes? Wo sind die Boote? Wo sind die Schiffe? Sie machte einen mit den Armen eine weitschweifige, allumfassende Bewegung. Wo sind die Keldonen? Teferi nickte, antwortete aber nicht. Es war alles wahr. Dies war einst ein äußerst belebter Ort gewesen. Der zentrale Sammelpunkt der Bevölkerung und zudem einer der wenigen Plätze, an denen man als Fremder an Land gehen und Geschäfte machen konnte, ohne sofort angegriffen zu werden. Er hatte nicht nur eine große Menge Eingeborener erwartet, sondern auch eine anständige Anzahl an Frachtschiffen und Händlern aus fremden Ländern. Stattdessen war gar nichts da. Keine Kriegsschiffe, keine Handelsschiffe, keine Marina, keine Docks, kein Hafenmeister, noch nicht einmal ein Hafen. Außer der eingestürzten Hütte wies dieser keldonische Strand keine besonderen Merkmale auf, sah man mal vom üblich trostlosen Strandgut, einem unangenehmen Wind und Rasen und nassem Sand ab. Ich habe einen Fehler gemacht, gestand Teferi so leise, dass nur Jorah es hören konnte. Irgendwas ist hier falsch, aber ich weiß nicht, was es ist. Jorah legte ihre Hand auf seinen Arm. Genau deswegen sind wir doch hergekommen, um das herauszufinden, ermutigte sie ihn. Und weil wir gerade dabei sind, lass es mich noch einmal kurz betonen. Wir sind nicht hier, um Kelt zu reparieren. Dies ist ein Problem oder ein Geheimnis, das ein anderes Mal gelöst werden muss. Wir sind hier, um uns mit Freyalise zu beraten, um uns den Wald anzuschauen, den sie hier verpflanzt hat. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Auch wahr. Teferi spürte, wie seine Zweifel und seine Beklemmung von ihm abfielen, als er sich auf etwas Konkretes und Konstruktives konzentrierte. Sein Plan war sich nicht besonders ausgearbeitet oder komplett, aber es drehte sich alles um einen logischen Punkt. Bevor er versuchte, die Landkarte neu zu erstellen, indem ein bedeutendes Stück Gebiet in sie zurückzwang, hatte er vor, mit einer anderen Weltenwanderin zu reden, die genau dies schon einmal getan hatte.
Teferi bedachte Jorah mit einem Lächeln. Begeben wir uns dann halt auf den Weg in den Wolkenwald. Realise weiß sicherlich schon, dass wir hier sind, aber ich könnte wetten, dass sie den Wald nicht verlässt. Sie wird uns dazu zwingen, zu ihr zu kommen. Sein Lächeln verhärtete sich. Es gibt hier irgendeine Beeinträchtigung, die es schwierig macht, Weltenwanderungen durchzuführen. Ich vermute mal, dass es Frialise, der alten Fremdenhasserin, endlich gelungen ist, eine Methode zu finden, mit der sie Leute wie mich fernhält. Was bewirkt, dass du dich auf unsere Ebene hinunterbegeben musst? Zuckte Jorah die Achseln. Aber was soll's, dann wird es halt keine Weltwanderung, sondern eine normale Wanderung. Teferis fröhliche Antwort blieb ihm in der Kehle stecken. Eigentlich, sagte er, werden wir wohl zuerst etwas kämpfen. Kämpfen? Aber Jorahs Satz blieb unbeendet, als sie plötzlich ebenfalls dieser Sinneseindruck überfiel. Sie suchte in Teferis Augen nach einer Antwort, die dieser nicht parat hielt, dann drehten sich die beiden gleichzeitig in Richtung des Landesinneren. Der Nebel zwischen den Dünen floss von einer hohen Säule aus. Irgendetwas davon. Verzerrte Wellen magischer Kräfte züngelten um ihre Umrisse, sodass die Säule flimmerte, funkelte und wie ein lebendiges Wesen zu pochen schien. Die rechteckige Masse sah durchsichtig aus, aber der Blick durch sie hindurch war verzerrt und verbogen, als würde man die Welt dahinter durch eine besorglos geschliffene Linse beobachten. Wenn man durch die Erscheinung hindurchschaute, entdeckte man anstatt eines trostlosen und toten keldonischen Strandes eine keldonische Küstenlinie, die hell, heiß und am Brennen war. Man konnte sogar einen betriebsamen Hafen mit einigen Schiffen und vielen Sch mit einigen Gebäuden und vielen Schiffen erkennen. Teferi kniff die Augen zusammen, da das Licht der Szene innerhalb der Säule zu grell war. Alles, was dort auftauchte, schien in Flammen zu stehen. Was ist das? Fragte Jorah. Ich habe keine Ahnung, gab Teferi zu, aber wir sollten unsere Freunde nicht in die Nähe kommen lassen. Die shivanischen Krieger starrten alle die Erscheinung an, aber bislang hatte noch keiner von ihnen den Rückzug angetreten. Als sich die Säule und die Bilder in ihr auszudehnen begannen, spürten sie den kommenden Kampf. Lasst euch zurückfallen, rief Teferi mit dringendem Unterton. Donner krachte aus dem wachsenden Umriss, gewaltsame Wellen optischer Verzerrung rollten ihr heraus und verkrümmten im Vorüberziehen den Strand. Stechender Schmerz fuhr durch Teferis Körper, schoss das Rückgrat nach oben und rammte sich wie ein eiskalter Hammer in sein Gehirn. Ein schreckliches kratzendes Geräusch malträtierte seine Ohren, als die Säule sich der Länge nach spaltete. Ein betäubender Geruch und ein heller Funkenregen erfüllten die Luft. Eine einzige bullige Gestalt kam aus der verkohlten Säule. Sie war mit einem Breitschwert in der einen und einer Kampfaxt in der anderen bewaffnet. Der Krieger war über 2 Meter groß, jeder Zoll seines Körpers mit hervorquellenden Muskeln bedeckt. Seine Augen traten aus ihren tiefen Höhlen hervor, glitzerten und glühten rot wie die Spiegelung eines Sonnenuntergangs auf einer Klinge. Sein Haar hing lang und matt hinunter und seine üppig sprießenden Augenbrauen warfen einen finsteren Schatten über sein Gesicht. Der wilde Mann trug Stiefelhosen, Handgelenkschütze aus Leder, aber sonst keine Rüstung. Sein Oberkörper war nackt und der klamme Nebel zischte, wo er in Kontakt mit der Haut des Mannes kam. Der Barbar verzog das Gesicht zu einer Art Lächeln, öffnete den Mund und knirschte hungrig mit den riesigen platten Zähnen. Wir werden kämpfen müssen, dachte Teferi träumerisch, aber woher war dieser Gegner gekommen? Warum verursachte das Portal, das er verwendet hatte, Teferi solche Schmerzen? Nicht weit entfernt befreite sich der Barbar aus dem Sand. Er warf seinen Kopf in den Nacken und stieß einen langen, kehligen Kampfschrei aus. Weitere Unholde mit wilden Augen tappten aus der gespaltenen Säule, während er heulte, und jeder von ihnen stimmte in den Kampfschrei mit ein, sobald sie sich aufgerappelt und ihre Waffen gezogen hatten. Schon bald waren es sicher ein Dutzend Kämpfer, die alle mit einem von wildem Blutrausch albtraumhaften Gesichtsausdruck brüllten. Teferi spürte, wie ihm die Situation aus den Fingern zu rutschen begann. Das alles machte so wenig Sinn, und der Rest wurde gerade von den wütenden, rauen und glühenden Gedanken der angreifenden Keldonen aus seinem Kopf verdrängt. Teferi versuchte nicht in ihnen zu lesen, um sie aus seinem Verstand herauszuhalten, aber ihre Gedanken bombardierten ihn trotzdem wie Splittergeschosse von Katapulten. Die Gedanken der Keldonen waren roh, brutal und unzusammenhängend, und Teferi bekam langsam Kopfweh, als sie sich brennend in seinen Verstand bohrten. Waren es in Wirklichkeit überhaupt Keldonen? Die Berserker sahen deutlich bleicher als erwartet aus. Zwar waren sie groß genug, aber anstatt der eindrucksvollen schiefergrauen Farbe, die typisch für kämpfende Keldonen war, zeigte diese Truppe einen teigig kränkelnden Schatten eines Grautons. Sie glichen eher Asche und Staub als Stein. Wie die trostlose Landschaft um sie herum schienen diese Barbaren ausgelaugt, als ob ihnen etwas Lebenswichtiges fehlen würde, vielleicht sogar die Verzweiflung, es sich zurückzuholen. Natürlich machte diese unterschwellige Veränderung ihres Aussehens die Räuber nicht weniger furchteinflößend oder gefährlich, und er bemerkte, dass die shivanischen Kämpfer diese Ansicht teilten.
Chorus hatte seine Klauen ausgefahren und Skeeves Schwanz bog sich wie der eines Skorpions nach oben über seinen Kopf. Abram hatte bereits Bolas mit 6 Kugeln hervorgeholt und begann sie herumzuwirbeln, während das Hemd 2 polierte Stöcke aus Hartholz aus ihrem Gürtel zog. Sie hielt beide Stöcke genau in der Mitte, da sich die Enden in Flammen hüllten. Also beginnen wir den Tag mit einem Kampf gegen eine richtige keldonische Kriegerbande, rief Abram in fröhlichem Tonfall Jorah zu. Während er redete, entzündeten sich die Enden der mit Gewichten beschwerten Bolas und erzeugten in der Luft über seinem Kopf einen Kranz aus Feuer. Die Mana-Sterne blitzten jedes Mal dunkelrot auf, wenn die Gitu ihre Zauber beschworen. Nicht wirklich, sagte Jorah, sie suchte Blickkontakt zu Tiefen. Das sind keine Keldonen, oder? Jedenfalls keine Keldonen, die irgendjemand in den letzten 500 Jahren gesehen hat. Teferi wich ihren Blick aus, es stimmte, und was viel schlimmer war, sie hatte gerade die Vermutung ausgesprochen, zu der er sich nicht hatte durchringen können. Dies waren nicht die Keldonen aus seiner Jugend oder einem Zeitalter seitdem. Dies hier waren Rückschläge, Echos aus einer dunklen Zeit, die schon lange verstrichen war, als die kriegsliebenden Stämme eine Mischung aus Magie und Wissenschaft verwendeten, um ihre Stärke und Wildheit noch mehr zu demonstrieren. Sie sollten eigentlich nicht existieren, gab er zu. Der Weltenwanderer bewegte sich nicht und tat auch nichts, um der sich vor ihnen aufbauenden Gefahr entgegenzutreten. Er fühlte sich benommen, da seine Aufmerksamkeit zwischen der körperlichen Bedrohung durch die Keldonen und der metaphysischen Bedrohung durch die Spalte, durch die sie gekommen waren, doppelt beansprucht wurde. Inzwischen standen schon fast zwei Dutzend Berserker auf dem Strand. Derjenige, der als erster herausgekommen war, trat einen Schritt vor, warf einen kurzen Blick auf die Gruppe der Reisenden und spuckte verachtungsvoll aus. Er drehte sich zum Rest seiner Truppe um. Tötet sie alle, brüllte er in der killigen Hochsprache der Keldonen. Sie benehmen sich wie Keldonen. Aber sie sind, äußerte Teferi. Aber sie sind es nicht. Es dürfte sie eigentlich überhaupt nicht mehr geben. Jorahs Stimme ertönte lauter und schriller. Wie sind sie überhaupt hierher gekommen? Wen interessiert das? Fragte Skeeve. Sein scharfkantiger Schwanz peitschte durch den Nebel. Sie sind nun einmal hier und sie stampfen recht flott auf uns zu. Jorah wandte sich zu Teferi um. Tu etwas! Halt sie auf! Er hörte sie kaum, sondern konzentrierte sich auf die Quelle, aus der die Angreifer strömten. Der Riss von Zeit und Raum hing über dem armseligen Strandstück, aber es erschienen keine weiteren Berserker mehr. Jorah keifte ihn weiter an. Teferi, das darf so nicht weitergehen. Erst müssen wir mehr wissen, mehr verstehen. Skeeve und Chorus warteten nicht darauf, dass die Barbaren sie erreichten oder Teferi aus seiner Starre erwachte. Der etwas kleinere und schnellere Skeeve preschte voran, aber beide wie Yashino glichen kaum mehr als verschwommenen Schatten, während sie sich direkt auf die Barbaren stürzten. Nur ein paar Schritte hinter ihnen eilten Abram und Dasen heran, die sich dem Gegenangriff angeschlossen hatten. Ihre Mana-Sterne glühten und die Waffen zogen Feuerschweife hinter sich her. Jorah trat vor Teferi und rüttelte ihn an den Schultern. Du darfst das nicht zulassen, sie schob ihr Gesicht vor seines. Seine Augen wirkten weit entfernt, sein Gesichtsausdruck leer. Mach, dass es aufhört. Aufhört? Teferi blinzelte. Oh ja, verzeih mir, Jorah. Ich war ganz in Gedanken verloren. Und dankeschön. Er warf einen Blick auf die Spalte, doch der Anblick des seltsamen Phänomens brachte nur wieder den Schmerz in Teferis Kopf und Rücken zurück. Er schob die Empfindung beiseite und starrte trotzig tief in die Quelle der Störung. Aufhöre, befahl er, und seine Augen funkelten, und der ganze keldonische Strand verschwand in einem Schwall aus blau-weißem Licht. Als die Welle abebbte, waren nur noch Teferi und die Shivana am Strand zu sehen. Die keldonischen Räuber waren mitten im Angriff verschwunden. Seines Ziels beraubt überzog Skeeve seinen Schwanzschlag und fiel unbeholfen auf die Knie. Der Riss bebte und flatterte immer noch über ihnen. Teferi fixierte ihn und genoss das seltene und mächtige Gefühl, das die Erscheinung in ihm weckte. Er hasste den Riss. Er verwirrte ihn, verursachte ihm Schmerzen und das Schlimmste von allem war, dieses Phänomen verzögerte die Dinge. Er war gekommen, um sich um andere Sachen zu kümmern, um wichtige Angelegenheiten, aber jetzt musste er auch diesen Riss in seine größer werdende Liste dringender Probleme, derer man sich annehmen musste, aufnehmen. Was ist los? Keuchte Dasen verwirrt. Die anderen stimmten ein. Das ist eine gute Frage, bestätigte Jorah. Teferi schaute seine Freundin an und über ihre Schulter hinweg auf, die sich wieder neu gruppierenden Gitto und Yashino sowie den Riss, der immer noch in der Luft hing. Eine gute Frage verdient eine schnelle Antwort, erklärte Teferi mit dahinfließender warmer Stimme. Ich habe zwar im Moment noch keine, aber wartet bitte kurz. Ich werde in einer Sekunde zurück sein. Er zwinkerte, zumindest werde ich lange vor den Barbaren wieder zurück sein. Bevor Jorah etwas einwenden konnte, wanderte Teferi vom keldonischen Strand in eine andere Welt.
Die Beschaulichkeit nach Teferis plötzlichem Verschwinden dauerte nur wenige Augenblicke. Danach begannen die ersten geisterhaften Ebenbilder der keldonischen Krieger wieder zu erscheinen. Sie flimmerten zusammen wieder in Sicht, jeder genau in der Position, in der es verschwunden war, und auch wenn sie noch so bleich und unwirklich wie Phantome wirkten, wurden sie mit jedem Moment reeller. Korus ging auf einen der geisterartigen Keldonen zu und untersuchte mit seiner langen Zunge die Luft um ihn herum. Das Grinsen des Viashino sah grimmig aus. Glaubt ihr, dass der Superzauberer es rechtzeitig zurückschafft? Absolut. Jorah warf den Shivanern einen nach dem anderen einen kurzen Blick zu, verbesserte sich aber. Aber wir sollten uns trotzdem darauf vorbereiten, uns selbst zu verteidigen. Nur so für den Fall. Tikitu und Viashino bildeten schnell eine Gefechtslinie zwischen Jorah und den wiederkehrenden keldonischen Plünderern. Die Shivaner waren ruhig und selbstbewusst. Ihre Mana-Sterne blitzten. Ihre Muskeln waren locker und bereit für den Kampf. Jorahs Blick wanderte immer wieder zwischen dem Spalt und dem Fleck, an dem Teferi verschwunden war, hin und her. Sie fragte sich, was er wohl tun würde, um sie und die Welt zu retten, falls die Berserker vor ihm auftauchen würden.